Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr meinen Kanalstempel Hase gefunden habt. Ich zeige euch heute ein paar Pinguine. Ihr wart nämlich so begeistert von den Schneemännern und von den Rentieren, dass ich dachte, ach, was kann man noch kreieren? Und dann bin ich auf die Pinguine gekommen. Die gehen genauso einfach, sind ganz schnell zu basteln. Ich mache gleich zwei, weil das ist einfach einfacher als nur ein. Ich nehme ein Stückchen Papier, ein bisschen größer als meine Handstanze. Und stempel mir in Versafein ein paar Abdrücke, damit ich dann den Anhänger verschenken kann. Darauf, auf das Versafein, das ist wie Kleber, gebe ich Embossingpuder, mache noch den Überstand ein wenig weg, also das geht eigentlich größtenteils schon alles fort, und erhitze dann diese Schrift. Und wenn die geschmolzen ist, kann ich mir einfach ein paar Kreise ausstanzen. Dazu nehme ich meine Handstanze, 2 Zoll. Stanze zwei Kreise aus in Schwarz und noch zwei Blankokreise mit der Handstanze 2 Zoll und legt mir diese erstmal beiseite. Jetzt wollen wir ja aber einen Pinguin. Dazu nehmt ihr euch einen Notizzettel, klebt den am Rand fest, nehmt euch eine Handstanze aus Herz und ich habe mir ja einfach eine Markierung gemacht, wie weit ich den Kreis reinschieben muss, dass sozusagen ein Hauch feine Spitze noch zu sehen ist und dann stanze ich mir das Herz einfach aus. Und es bleibt nur eine ganz kleine Ecke dann frei. Und wenn ihr ein größeres Herz habt, dann wird halt der Pinguin vom Gesicht ein wenig dicker. Macht also gar keine Probleme. Das Herz, das halbe, nicht wegwerfen, das benötigen wir noch. Den ersten Teil schneiden wir uns durch. Das wird nämlich unser Anhänger. Und weil ich jetzt zwei Pinguine mache, ist das natürlich gut. Ich habe jetzt gleich zwei Anhänger. Bevor ich die aber zusammenkleben kann, brauche ich natürlich noch zwei weiße Kreise, auch wieder 2 Zoll. Und ich stanze mir schon die Nase und den Stern. Da ich kein gelbes Papier bei der Hand habe, nehme ich einfach Copics, einmal ein helles Gelb und danach ein dunkleres Gelb. Und ich mache das so, dass der dunkle Schatten von der Nase und von dem Stern oben ist. Und da achte ich dann halt beim Stanzen darauf, dass ich immer einen Teil dunkel habe und einen Teil hell. Und die Copics verlaufen super miteinander. Ihr könnt alle möglichen Alkoholstifte nehmen oder Buntstifte, was ihr da gerade habt. Oder ihr nehmt einfach gelbes Papier. Geht genauso gut. Ja, also ich brauche zwei Nasen für zwei Pinguine und zwei Sterne. Darum habe ich das jeweils zweimal ausgestanzt. Und ich benötige natürlich noch zwei Augen. Da es ja zwei Pinguine sind, benötige ich vier Kreise. Ich habe jetzt mal ein weißes Papier unten drunter gelegt, damit man das besser sieht. Nun nehme ich so ein halbes Herz, klebe mir das fest und das Gebogene von dem Herz wird gleich mein Anhänger. Ich habe da so an eine Christbaumkugel gedacht. Ihr kennt doch sicher die Christbaumkugeln, die dann Tiere sind, Schweine, Pinguine, Rentiere, was habe ich noch gesehen, Elche. Also so habe ich das halt mir ausgedacht, dass es nicht bloß noch ein Geschenkanhänger ist, sondern dass der Geschenkanhänger dann auch noch wie eine Christbaumkugel aussieht am Ende. So, damit das Deck fertig wird. Zuerst klebe ich die Tülle an, danach nehme ich mir die Kopfoberhälfte, befestige dieses ebenfalls auf das weiße Papier. Damit ist gleich die Tülle, das halbe Herz verdeckt. Und das mache ich mit dem zweiten Anhänger genauso. Einfach ganz hauchdünn Leim aufgeben. Wenn zu viel Leim an den Seiten ist, dann schmiert euch das einfach mit ein Stückchen Restpapier ab oder nehmt dann Finger, dass das halt nicht rausquetscht. Dann nehme ich immer, wo Leim ist, hält dann die Farbe nicht so gut. Ihr könnt das hinten natürlich, wenn ihr das beschriften wollt, mit dem schwarzen Stift genauso gut weiß lassen. Ich wollte das aber gerne Ton in Ton, also schwarz und weiß haben und hinten würde ich gerne schwarz. Aber wem das nicht gefällt, wer kein Embossing-Gerät hat, der lässt das einfach weiß und schreibt dann einfach mit einem schwarzen Edding was drauf auf den Tag. Das ist euch dann ganz überlassen. Das schwarze Federkleid wird aufgeklebt, danach werden gleich die Augen befestigt. Dazu bringe ich einfach nur einen Leimklecks auf, setze mir die schwarzen Punkte auf mein Tag oben drauf. Das mache ich auf der anderen Seite genauso, damit Pinguin Mama und Pinguin Papa gleich aussehen. Ich möchte noch ein wenig mit Licht und Schatten spielen. Aus dem Grund stanze ich mir noch zwei weiße Sterne.
Die setze ich mir unter die gelben Sterne mit ein wenig Versatz. So leuchten die Farben dann noch ein wenig besser. Also klebe ich mit den weißen Sternen auf die rechte Seite und fast gleich setze ich den gelben Stern auf. Es bleibt bloß noch ein winziger Rand übrig. Mir gefällt das besser. Wem das zu umständlich ist, der klebt einfach nur einen gelben Stern auf und das war's dann. Das ruckle ich mir noch zurecht, so dass wirklich wie so ein heller Schatten auf der linken Seite bleibt. Das gefällt mir ganz gut so. Nun kommt die Nase dran. Hier achte ich genauso wie bei dem Stern, dass die dunkle Seite auf der linken Seite ist. Also schneide ich mir das so zurecht, dass der Schatten von der Nase sich auf der linken Seite befindet. Und ich habe einfach den gleichen großen Kreis wie die Augen genommen und mir dann einfach die Seiten abgeschnitten, sodass es wie ein Schnabel aussieht. Die Adventsanhänger bekommen von mir noch rosa Wangen. Dazu nehme ich einfach Aquarellfarbe und tupfe ein paar Wangen rechts und links. Für die Pinguine habe ich übrigens das Kraftpapier vom Action genutzt, das weiße und das schwarze. Da gibt es ja noch ein braunes dazu. Das passt natürlich zu den Pinguinen nicht, aber der Vorteil von dem Actionpapier ist, das verträgt schon ein wenig Wasser. Also ihr könnt da gut ein paar Wangen malen, ohne dass dann das Papier Schaden nimmt. Ihr solltet für die Pinguine nicht zu dünnes Papier nehmen, weil der Anhänger soll ja dann irgendwo an ein Geschenk dran gemacht werden. Und wenn das so lapprig ist, das macht keinen hochwertigen Eindruck. Mit der weißen Farbe setze ich ein paar weiße Akzente, sodass das wie eine Christbaumkugel aussieht. Es wäre aber zum Beispiel eine tolle Idee, jetzt den Geschenkanhänger zu personalisieren, indem ihr zum Beispiel den Namen draufschreibt. Ihr könnt das natürlich genauso gut hinten drauf machen oder gleich vorne, dass das der Beschenkte sieht. Ihr seht, die Bastelidee ist ganz ratzfatz gemacht und ist super zum Selbermachen geeignet. Solltet ihr keine Herzstanze besetzen, dann versucht es doch einfach mal mit einem Lochstanzer, also einfach große Kreise zu stanzen. Das müsste genau dieselbe Form geben. Der Pinguin soll nur eine Bastelidee sein. Er kann zum Basteln mit Kindern genutzt werden oder einfach als Geschenkidee auf das Selbstgebackene drauf. Ich hoffe, euch hat die Anleitung, das Tutorial super gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde das so schnell wie möglich beantworten. Mein Mikrofon ist leider wieder defekt gegangen. Es hat mal eine ganze Weile funktioniert, aber irgendwann habe ich es jetzt aufgegeben. Ich werde mir was anderes suchen. Also ihr müsst euch leider noch ein wenig gedulden. Am Ende kann ich euch ja sagen, ihr könnt ja den Ton ausschalten, einfach mit zugucken. Und ich würde mich trotzdem über einen Daumen hoch freuen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüssi, sagt eure Maren von Stempelhase.